Ich bin euer Leon Gaubert und wir spielen ein bisschen mit Liebe Dynasty und es ist wieder spät. Ich weiß, deswegen kommt die Folge wieder sehr spät, aber haut doch mal ein Like raus oder ein Follow oder so. Würde mich sehr freuen und es ist halt wieder viel zu tun auf Arbeit und so, ne? Ich kriege es im Moment nicht so ganz unter einen Hut, aber das ist ja nicht schlimm. Der Fall sieht ein bisschen komisch aus da oben. Aber gut. Jetzt muss ich euch erstmal wieder die Mucke hier anmachen. Ihr kennt das. Ich guck dann und höre mal was anderes dabei. Was hatte ich vor? Was wollte ich hier tun? Na, schon alle Quests fertig? Ja, und schon. I love it when it's busy. Boredom is a hello. Only the best product is around. Hier Monies. Only the best products. Pigs will fly. So if I build a paid catapult. Oh, want to see my wares? Ja, auch nichts mehr. Die packt da hinten irgendwas rum. Gut, die hat noch Geld. Deswegen bin ich wahrscheinlich hier hingelaufen. Be safe. How can I interest you in some of my wares? Mumpeln. Aber wir haben schon viel Geld zusammengeklaubert. Only the best. Okay, hier ist auch noch was zu holen. So. Jetzt müssten wir eigentlich noch in den Norden, da war ich noch nicht. Das Feld, das hat gerade kein Zeugs. War das nicht schlimm? Das ist eben nach Klonika. Waren die da auch noch nackig? Können wir aber mal mitteilen, was hier von dem Spiel Timber, Woodborn oder wie heißen die? Warte, ich schau mal eben nach. Während da der Typ wieder am rumstruggeln ist. Timberborn, genau, was ihr davon haltet, ob ihr das geil findet. Also mit Liebe Dynasty macht viele Updates in letzter Zeit und das ist eins der besten Updates überhaupt. Der magische Fuhrmann. Ich liebe es. Es ist auch richtig schön, das Spiel, ne? Ich kann euch mal kurz zeigen. Grafik. Ich spiele jetzt nicht auf Ultra oder so, ne? Weil das geht leider nicht wegen Flaschenhals-Problematik. Aber wenn ihr euch das vorstellt, nochmal auf Ultra, noch ein bisschen getuned. Ist das schon relativ lit. How can I help prices so low you don't need to haggle? Ich will auch nichts haggeln. See you around. So. I've got everything you need. Den mag ich. Na komm, wir müssen eh noch mal ein paar Tränke noch erwachen. Und Pilze sind jetzt auch nicht mal so schlecht, können wir noch Gifttränke machen. Ja, ja. Aber das böse Wort benutzen wir hier nicht. Ah, da haben wir noch vielleicht noch was anderes. Sortierepreis. I love when nature comes back to life. Ich auch, das mag jeder. Goodbye. So, wenn da sind die.
Dann war ja bestimmt da hinten noch der. Erstmal was trinken. Guter Einwand. Äste mitnehmen. Genau, der Jäger. Der hat nämlich immer schön Wolle dabei. Sowas würde ich auch gern haben und bauen wollen in dem Game hier. Diese Spikes. Ich weiß nicht, warum der die hier hat, aber er hat sie. Best goods in the realm. I need a new knife, but don't have the time to craft one. Where is a stone knife seller when you need one? Du willst ein Messer haben? Hier hast du eins. Du hast sogar noch mehr von mir. Hier brauchen wir alles selber. Hier hast du ein paar Fackeln. Perfekt. Jetzt rufen wir unseren Klarautermann hier. Und dann gehen wir mal. Oh, die sind da am Jagen. Cool. Hier. Mal gucken, dass wir noch einmal zurückkommen zu unserer Stadt. Damit wir die Feldlager aufbauen. Weil ja irgendwas wieder fehlt. Wahrscheinlich Gülle. Also Dünger. Jetzt sollen wir wieder die Häuser looten gehen. Da sind die Wölfe, die meinen ewig verfolgen. Das sieht ja schon mal ganz schick aus. Magnifique oder so ähnlich, ne? Das war auch witzig, der ortsansässige Fischer wollte ein Licht haben. Okay, der hat noch ein paar Speere da. Ich hab gedacht, die hätten keiner mehr. Dann geben wir dem nochmal. So, mal gucken, wie der hier eigentlich nochmal angepellt war. Okay, der holt nur. Hecht. So, mal bei dem anderen Barsch rein. Hier ist so eine kleine Mauer hingestellt. Ich fand die einfach witzig. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen drin haben. Keine Arbeiter, gut. Ach, wir haben ja auch schon eingestellt. Dann machen wir hier Barsch. So. Was für ein geilen Fisch hätte ich jetzt schon Bock. Hier noch welche, ja. Also Alice ist da unten. Den können wir einstellen. Und du wohnst hier, okay. Dann kurz mal gucken hier. Sieht immer soweit alles gut aus. Ich überlege tatsächlich. Haben wir jetzt hier eigentlich welche drin? Nee, ne? Haben wir denn noch was über?
Wer bist denn du? Delvin. Eigentlich hätte ich gerne... Frau, oh, nimm mal hier drinnen. Die verkaufen einfach alles Mögliche. Okay. Gut. No refunds. And I don't care that it's been less than 2 hours. Okay, du bist auch ein Typ. Dich wollten wir eigentlich auch nicht haben. Aber die kriegt ein Kind. Remember, I'm not the one who sets prices. It's the market. So. Wir wollen ja eigentlich nur die hier haben, die hier auch. Oh, warte, was? Wir haben ja kein Material mehr. So. Die auch hier oben wohnen, ne? Also es müssen immer von da unten rauflaufen, das ist nicht zweckführend. Spitzhacke. Was sind die eingestellt? Ja, gut, das ist okay. Das ist alles Spitzhacke. Ja. Naja, Pilze, alles easy. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die Rocky hier überzeugt, dass die hier ein bisschen... das verschönert. Müssen wir mal kurz mal rechnen, ne? 2, 4, 6, 8. Zehn. 12, 14 Mann. Haben wir hier untergebracht. Ne? Zwei, vier, drei, ja, nee, warte, wir waren bei 4, 5, 6, 7. Im Grabungsschuppen einen untergebracht? Nein, natürlich nicht. Dann müssten wir mal nochmal überlegen hier. Also, hier waren 4 eingesetzt. Das ist ja auch soweit gut. Dann sind da 6. Das sind 7. Acht und 9. Ja, wie kommen wir nicht raus? Das anders, das werde ich einfach mal durchforsten, wo welche Leute sind. Was ist das für ein Dach? So habe ich das aber nicht gewollt.
Truder wohnt hier. Das werde ich einfach mal refunden, irgendwie gucken, was das Problem ist. Lassen wir erstmal so, wir kriegen ja gut Geld rein. Weiß ich auch nicht. Timbuktu oder so. So. Und ab nach Hause. Da läuft so ein kleiner Toddler rum. So, das ist hier die neue Stadt, die noch größer werden soll, noch schöner. Dann werden wir hier oben den Kreis mit, glaube ich, Wirtschaft voll tackern. Oder hier oben, hier ist eine schöne Flache, da kann man schön Getreide und zum Kram anbauen. Gucken, dass wir die Bäume so weit lassen. Easy. Oder auch nicht easy. Oh ja, ein bisschen Bier, Tonvase ist immer gut. Sagt ihr, wir wollten mal wieder looten gehen, ne? Dass man das nicht abbauen kann, das ist halt sehr schade. Dass man halt so ein Ding nicht abreißen kann. Oder selbst so ein großes, zweistöckiges Gebäude bauen kann. Das war ja wohl hier meine Jagdhütte, so wie es aussieht, ne? Das war eine Google, also hier war ein richtig guter Jäger unterwegs. Diese Dekoration, das war super mit den Pfeilen. Hätte ich gern auch so für unsere Jagdhütte. Ah ja, Schmuggler waren. Das ist ein richtig guter. Naja. Sei es drum. Das war bestimmt ein Brunnen. Die Wildschweine musste ich jetzt töten. Da ging kein Weg dran vorbei. Die haben mich so angelächelt. Was ist denn mit? Jetzt ist sie auch wieder rum. Ich habe versucht, hier diesen Schenke 2 Jahre deiner Gattin Geschenk Achievement zu machen. Hat nicht funktioniert. Ich habe extra auf einen Tag runtergestellt und dabei von der Mission gemacht. Da wird man ja automatisch zurück nach Hause gespawnt. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Okay, das ist ungünstig. Tut mir leid, bin ich kleiner Mann.
Ah, du hast mich angeknabbert. Dann nehmen wir uns halt eben mal einen Heiltrank. Den Bolzen mitnehmen. Na komm. Störe und Möhre haben auch ganz viele Kinder gemacht. Ja, wir haben 3 Kinder, also 3 Pferde. Das ist eigentlich ganz gut. Lesen hier so rum. Ich bin das echt schön. Da ist die Hauptstadt mit ihrer Befestigungsmauer. Ich höre echt nur darauf, dass wir mit 1000 Leuten angegriffen werden. Naja. Die Karte ist doch echt groß, finde ich. Nur das geht immer noch größer, ne? Das war schon unsere Windmühle. So, Störe. Da hast du deine Möhre. Jetzt gut. Ein bisschen die Kacke einsammeln hier. Der Möhre liegt halt immer in der Kacke. Having a kid is not exhausting. Who told you that? So, hier müssten 3 drin sein, genau. Und hier müssten nur 2 drin sein, richtig. Perfekt. Das sieht soweit gut aus. Perfekt. Also den hier geht's gut. Hier ist überall Flachs ausgegeben. Ja, wir haben nämlich hier eine Stoffindustrie. Ja, wir könnten hier noch ein bisschen Pupu reinlegen. Wie sieht das jetzt hier aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, perfekt. Irgendwas fehlt hier aber. Ja, die haben nichts zum Mähen. So, dann haben sie was zum Wegsichern. Es fehlt dem da oben auch noch, glaube ich. Können wir mal gucken, ob wir was zu schnabulieren in unserem Beutel haben. Natürlich nichts. Wir müssen uns erst was kochen. Dann machen wir das eben mal. Nur eine geile Pilzsuppe wird wohl funktionieren. Findet ihr denn bis jetzt das Spiel? Ich finde das saugeil. So, sortieren nach Anzahl. Oh, gibt sogar Wasser. Perfekt. Schauen wir eben noch kurz bevor wir raufgehen in unsere Nahrungslage, wie es aussieht. Fische, gut. Wir haben noch Tarts. Wasser ist auch noch ein bisschen da. Eintöpfe. Ladenbrot. Ja. Warte. Wir könnten das mal eben einsammeln.
Also all die Rohmaterialien, die hier eigentlich rein müssen. Käse, Würstchen, Fladenbrot, Fischfilet. Haben wir schon alles? Ja, übelst viel Alkohol. Ja, das habe ich noch gesucht. Perfekt. Und lauf. Und lauf. Und lauf. Können wir den ja noch ein paar Sicherheiten auf die Nuss drücken. Dann können wir mal hier die Hälfte einsammeln. Sollten die wieder happy sein. Dann machen wir uns auf zu unserer Frau. Haben auch hier ein bisschen rumexperimentiert, wegen so einem Gatter und so, aber das machen wir später mal. Ist natürlich der Reinigungstopf ist jetzt nicht mehr da, ne? Müssen wir einen neuen bauen. Der ist jetzt kurz hier. Dann machen wir uns sauber und gehen unsere Frau besuchen. Perfekt. Ja, ja, Settlement, Bettlement. Hey, Mr. Husbandman. Okay, die will nichts, sie hat das Baby in der Hand. Und dann gehen wir schlafen und sagen, an der Stelle sage ich, ciao, ciao, euer Georg Graubot. Vergesst liken, kommentieren und liken nicht. Bis dahin, ciao, ciao.